Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Sims-Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich habe mir überlegt, dass wir heute einfach mal wieder ein kreatives Video machen. Für die Leute, die nicht neu auf dem Kanal sind, ihr wisst, was das hier für ein Haus ist. Es ist Nummer 1 natürlich ein Starterhaus in Oasis Springs. Es heißt Strand, Sonne und Meer. Und es ist tatsächlich der Ort, an dem wir das Was-man-sät-Event aus die Sims 4 spielen. Wir spielen das Was-man-sät-Event mit einem ganz besonderen Sim, nämlich mit dem lieben Calcifer. Der liegt ja auch im Biberbettchen. Falls ihr euch jetzt denkt, hä, was ist dieses Event? Ich habe keine Ahnung, ich habe mein Leben verpasst. Es gibt in Sims 4 ein Event, ein Live-Modus-Event, in dem ihr verschiedene Quests und Aufgaben lösen müsst und ihr dann auch bestimmte Überraschungen bekommt, beziehungsweise Objekte freischaltet. Und da haben wir hier auf diesem Kanal ein neues Let's Play, nämlich das Grim Stories Let's Play. Falls ihr keine Ahnung habt immer noch, was dieses Event macht, was wir in unserem Let's Play erleben, ich verlinke euch beide Projekte unten in der Infobox. Dann könnt ihr da mal reinschauen. Dieses Startergrundstück ist das Heim unseres Sims Calcifer, unseres Dämons in Ausbildung, der ja auch schläft. Und wie ihr seht, ist das ein bisschen boring. Und ich habe mir überlegt fürs heutige Video, ich nehme euch einfach mal mit. Ich habe richtig Lust, ihm ein richtig cooles Haus zu bauen, beziehungsweise einen richtig coolen Trailer. Ich hatte so im Kopf so einen okkulten, paranormalen Trailer, in dem halt so ein Dämon lebt und der auch genug Platz hat für seine ganzen Aufgaben zum Kochen, Gärtnern, aber auch zum Fischen. Schnallt euch an, haltet euch fest, denn jetzt geht das Speedbuild los. Ihr werdet sehen, wie ich diesen Trailer baue, indem wir dann ab der nächsten Folge unseres Let's Plays spielen werden. Viel Spaß mit dem Speedbuild! Thank you.
Und schwuppsiwupps befinden wir uns auch schon auf dem Grundstück, ihr lieben Süßen. Es hat sich einiges getan auf dem Grundstück. Ich finde es so toll, was daraus geworden ist. Dieser Trailer erinnert mich vor allen Dingen auch an den Bauwagen oder den Wagen, den die Wahrsager in Sims 3 hatten. Ich schaue mal, ob ich ein Bild finde, dann kann ich euch das hier einblenden. Irgendwie erinnert mich das daran mit der Rundung hier vorne und der Veranda. Schon irgendwie ganz süß. Wir haben hier vorne den Eingang, daneben die Mülltonnen, eine kleine Lagerfeuerstelle. Wir haben ja auch einen kleinen eingezäunten Bereich, in den Calcifer dann auch die Blumen anpflanzen kann oder alles, was er braucht. Hier habe ich auch noch ein paar mehr von diesen Beeten, zumindest mit Zäunen gebaut, denn da könnte man dann auch die Bäume anpflanzen. Für das Event braucht man nämlich auch bestimmte Bäume zu einem späteren Zeitpunkt. Wir schauen jetzt erstmal zum Haus. Wir haben hier nämlich eine kleine Veranda und diese Veranda hat auch einen kleinen Grill. Das heißt, Calcifer kann sich hier auf jeden Fall auch ein bisschen verköstigen. Wenn man in den Trailer reinkommt, auf der linken Seite befindet sich ein kleines süßes Wohnzimmer mit einem kleinen süßen Fernseher. Wir haben hier rechts die Küche, zumindest die Küchenzeile und selbstverständlich einen Esstisch bzw. auch einen Seance-Tisch. Weil wir ja okkult sind, werden wir vielleicht noch des Öfteren mit Geistern kommunizieren. Wir haben hier auch schon das erste Sammelobjekt und zwar, wenn man das Event in der ersten Woche gespielt hat, das Schnitterfon. Das ist ein Plattenspieler, mit dem man dann auch den Sensenmann rufen kann. Wow, Spoiler-Alarm. Und ich habe auch den ersten Knochenhasen, den wir bekommen haben, hier oben platziert. Hier sind auch Regale, wo diese Knochenhasen draufpassen, denn während des Events kann man mehrere Knochenhasen auch sammeln. Links haben wir ein kleines, süßes Badezimmer. Es ist wirklich nur das Nötigste drin. Kein Waschbecken, weil das haben wir ja in der Küche. Dafür war einfach kein Platz. Und hier hinten haben wir das wunderschöne Schlafzimmer. Da ist auch nicht so wirklich viel Platz, aber ich glaube, das ist wirklich, wirklich toll geworden. Ich bin sehr happy mit diesem Baugrundstück. Ich werde euch das auf jeden Fall hoch in die Galerie laden. Ihr findet es unter meiner EAID andy-paradise und der Name ist Small Trailer Home. Könnt ihr das auf jeden Fall runterladen. Und damit sind wir schon am Ende von meinem Video. Das war ein ganz, ganz kurzes Bauvideo. Aber ich habe mir gedacht, ich nehme euch einfach mal mit, wenn wir den Trailer bauen für unsere neue Challenge oder unser neues Projekt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Dankeschön, dass ihr euch das Video angesehen habt. Hinterlasst mir Like und Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Gerne auch mit Feedback zum Haus oder vielleicht mit Verbesserungswünschen. Falls noch nicht geschehen, abonniert gerne meinen Kanal. Das ist kostenfrei und ihr supportet mich. Klickt die Glocke, dann werdet ihr informiert, sobald ein neues Video live geht. Dankeschön an meine wunderbaren Kofi- und YouTube-Kanalmitglieder. Dankeschön, dass es euch gibt und Dankeschön, dass ihr mich extraordinary supportet. Ihr seid großartig. Falls ihr selber auch YouTube- oder Kofi-Kanalmitglied werden möchtet, Infos findet ihr unten in der Infobox. Und in diesem Sinne, habt einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Bis dann. Bye.